Was haben die Klimakleber und SPÖ-Chef Babler gemeinsam? Im Sinne des Klimaschutzes fordern beide Tempo 100 auf den Autobahnen. Aber kann man mit 30 km/h weniger tatsächlich das Klima retten? Nein. In einem ausführlichen Krone-Bericht hat ein Verkehrsexperte vorgerechnet, wie groß der Effekt tatsächlich wäre. Und siehe da, die Ersparnis würde 1 bis maximal 3% betragen. Sehen wir uns die Zahlen einmal genauer an. Rund 40% der Gesamtfahrleistung werden laut ASFINAG auf dem Autobahnen- und Schnellbahnnetz erbracht. Allerdings dürfen 14% sowieso nur maximal 80 km/h fahren, weil sie dem Schwerverkehr, also LKW, zugeordnet sind. Sieht man sich nur die BKW an, so finden lediglich 34% der Gesamtfahrleistung auf Autobahnen und Schnellstraßen statt. Diese 34% dürfen aber auch nicht überall 130 km/h fahren, denn auf 37% der Straßen gelten ohnehin 80er bzw. 100er Beschränkungen. Die Zahlen zeigen aber auch, dass auf Strecken mit einem Tempolimit von 130 km/h gar nicht immer die erlaubte Geschwindigkeit gefahren wird. Wir haben festgestellt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit bei erlaubten 130 Stundenkilometern knapp unter 110 Stundenkilometer liegt. Sind 100 erlaubt, wird durchschnittlich mit 103 Stundenkilometer gefahren. So der Experte. Der Unfall- und Verkehrsexperte kommt also zum Entschluss, rein technisch gesehen ist ein allgemeines 100er-Limit nicht rechtfertigbar. Rechnerisch ergibt sich ein Reduktionspotenzial für den Gesamtspritverbrauch von etwas über 1%. Also kleben sich die Klimakaoten für gerade einmal 1% auf die Straße und drangsalieren mit ihren Störaktionen die Autofahrer und unsere Exekutive? Absolut lächerlich. Dank einer starken freiheitlichen Handschrift wird nun in Salzburg nach 18 Jahren Tempo 100 auf der Salzburger Dauernautobahn aufgehoben. Die Daten und Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Daher werden wir die Aufhebung des Luft-100ers verordnen. So unsere freiheitliche Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Swatzek. Und auch in Oberösterreich wird bereits am Luft-100er gesägt. Die FPÖ stellt sich konsequent auf die Seite der Autofahrer. Und so sagt auch FPÖ-Verkehrssprecher Christian Hafenecker klar: Nein zu roten oder grünen Autofahrerschikanen durch neue Tempolimits.